gehen den gewaltlosen Weg. Ja, Niederlage ist egal, wir sind weggekommen. Das ist die Hauptsache. Wir lassen uns ja nicht von der da irgendwie kaputt knüppeln. Okay, sie darf jetzt erstmal was essen. So. Sie müsste nur duschen, darf aber schon mal was trinken. Und er dürfte dann auch mal was essen. So, sie geht dann jetzt mal duschen. Auch mit Seife. Es regnet, das ist schon mal gut. So, Joyce darf dann was essen. Und danach direkt schlafen gehen. Gut, dann Ort bitte durchsuchen. Dann müssen wir mal schauen. Wissen, wenn mir jemand aus, der draußen ist, nicht, dass wir dann da aus Versehen den da wieder rausschicken. Nein, das war es nicht. Das hier wäre halt eben auch gut, sondern das hier wollen wir. Genau dafür brauchen wir die Drähte. 5 Drähte brauchen wir noch, dann können wir nämlich wesentlich mehr Wasser filtern. Und das wäre schon richtig gut. So, und hier war es das hier, was wir brauchen. Da brauchen wir nur noch eine Sicherung. Sollten wir auch mit, also hinbekommen. Okay. So, was war hier nochmal? Was können wir da machen? Ja, wo gespeichert werden kann. Ja. Aber da haben wir eher weniger das Problem. Und hier für das hier. Oh, das können wir machen. Oh, brauchen wir von den Sachen dafür irgendwas? Wir machen es trotzdem. Ist das jetzt aufgerüstet? Da fehlen jetzt Sachen. Ist das jetzt aufgerüstet worden? Es sieht nicht aufgerüstet aus. Was ist jetzt passiert? Sind die Sachen jetzt einfach verschwunden? Ja. Wir lassen sie erstmal was trinken. Wir warten mal. Vielleicht war es auch nur ein Bug, was mit der Anzeige war. Ich hoffe es nicht. Oh, ein Gewehr. Okay. Lisa würde das hundertprozentig mitnehmen. Wir werden das aber nicht tun. Antibiotika. Halt Infektionen. Haben wir davon? Ja, haben wir was. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Dann machen wir das Sand weg. Genau. Ja. So, Melissa darf dann jetzt hier mal duschen. Ganz normal. So, das ist alles repariert. Hier können wir ja noch nichts machen. Nee. Funkspruch annehmen. Ja, bitte nähern. Vielleicht braucht ihr jemand Hilfe. Kleine Polizeidienststelle. Du siehst findig aus. Wärst du bereit, eine äußerst wichtige Aufgabe für mich zu übernehmen? Ich kann dir versichern, dass es sich für dich lohnen wird. Was für eine Aufgabe. Ich bin ziemlich beschäftigt damit zu, du weißt schon, überleben. Ein Aktenkoffer. Ich werde dich nicht mit seinem Inhalt langweilen, aber ich versichere dir, dass er mir sehr wichtig ist. Ich habe allen Grund zur Glaube, dass ihn ein alter Kamerade von mir hat. Hol ihn dir und bring ihn zu mir. Das hört sich nach Gewalt an. Wir werden ablehnen. Oder wir versprechen das mal und dann schauen wir mal. Ja. Wenn das aber irgendwas mit Gewalt ist, dann fliehen wir direkt wieder. Aber wir sehen es ja dann. So, sie darf dann noch was essen und danach direkt schlafen. Ah nee, er baut... Ach ja, okay. Ist wahrscheinlich schon in den Kommentaren. Ich entschuldige mich dafür. Da habe ich mich mal wieder sehr, sehr intelligent angestellt. Sie darf dann mal hier bitte auswaschen, dann auf die Toilette. Ja, Kapazität des Wasserspeichers erreicht. Das ist eben das Problem. Sie darf schlafen gehen. Er könnte vielleicht noch hier ein bisschen erweitern. Genau, jetzt haben wir die... können wir auch hier die Sachen machen. Spezialsachen, was da wohl reinkommt. Ein Doppelbett. Also so ein Stockbett. Das wäre eigentlich ganz cool. Wenn wir die Sachen hier wieder abbauen, kriegen wir dann die Sachen wieder zurück. Ich glaube nicht. Ein großer Rucksack wäre cool. Solarmodule. Davon brauchen wir ganz viele. Großes Regenfass. 40 Einheiten. Großes Vorratsregal. Effiziente Dusche. Effiziente Toilette. Ja, sogar mit Sichtschutz ist das nicht toll.
Blumenkübel, Labor. Hier kann man Nahrung züchten. Das brauchen wir auf jeden Fall. Klübeln. Wir brauchen Holz. Wir bringen Holz mit. Das können wir vielleicht machen. Munitionspresse brauchen wir jetzt nicht. Eine Recyclinganlage. Da brauchen wir Rohre und Metall. Jo, hier, Wachgewehrfall, alles klar. Bewegungsmelder. Großer Gefrierschrank. Wasserkondensator. Das ist einfach das krasse Ding überhaupt. Hacking-Konsole. Okay, krass. Überwachungskameras. Jo, alles klar. Ja. Also kurz ein bisschen anders hinsetzen. Ich glaube, Lisa kriegen wir nicht mehr angesteuert. Man kann zwar draufgehen, aber wenn man draufklickt, kriegt man sie nicht ausgewählt. Verstehe ich jetzt aber auch nicht, warum. Ist für mich leider tatsächlich ein Rätsel. So, sie darf jetzt die Toilette benutzen. Sie darf jetzt erstmal das hier reparieren, weil das ist bald kaputt. Wie sah es hier nochmal aus? Genau, dann darf er nochmal hier raus das hier reparieren. Das hier hat er ja schon repariert, genau. Sie darf jetzt hier schlafen gehen. Und er darf jetzt hier mal gucken, ob wir. Nee, da brauchen wir noch die ganzen Sachen, die sie mitbringen. Okay, alles gut. Für den Anfang würde ja sogar dieser Recycler ganz gut schon mal reichen, damit wir Sachen eben recyceln können, die wir nicht mehr brauchen können. Tag 51. Eieiei. Ganz schön lange überleben wir. So. Nochmal ein bisschen anders hingesetzt. Aber das Blöde ist halt eben, dass genau ein Anzug dann. Also, erstens ist es blöd natürlich wegen Lisa, weil ich glaube, die Katze ist hungrig. Ja, dann fütter sie doch. Sie ist irgendwie noch anwesend. Ist sie vielleicht in der letzten Folge gestorben? Und das war dann so traumatisierend für unsere Mitbewohner, dass sie immer noch das Gefühl haben, als sei sie hier. Könnte ja sein. Bitte schlafen gehen. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ja, Fremde bitte ansprechen. Dann würde ich mich aber trotzdem fragen, warum das so traumatisierend ist. Aber wenn dann der eigene Onkel stirbt, dann ist das irgendwie, ja, gut. Der hat halt eben den Bunker gehabt, aber jetzt haben wir den. Gregory, wir wollen handeln. Tut mir leid, aber du hast weder die Ware noch das Wesen, um mich hier zu behalten. Okay. Dann eben nicht. Habe ich kein Problem mit. So, sie müsste eigentlich auch schlafen gehen. Würde aber erstmal was essen. Bald können wir sie auch hier. Ja, das können wir jetzt schon, das ist gut. Dann darf sie mal hier duschen gehen. Ja, sie braucht auch nichts mehr. Sie macht nichts mehr automatisch irgendwie, dass sie irgendwie. Ah, gut, die hatte vorher. Ja, okay. Ist egal. Hinfällig. Wir müssen mal schauen, ob wir das Tor hier vielleicht mal aufrüsten. Brauchen wir Metall? Ah, ne, Stufe. Ist das schon Stufe 2? Steht halt nicht dabei, aber okay. Okay, er legt erstmal den Anzug weg, damit wir auf jeden Fall. Also wir haben nur noch einen Anzug, das müssen wir uns merken. So, der Joseph darf jetzt erstmal was essen. So, sie kann jetzt schlafen gehen. Genau, wunderbar. Sie kann jetzt auf die Toilette gehen, das auswaschen und dann selbst auf die Toilette gehen. Immer noch eine sehr, sehr grausame Sache, dass man die Toilette von den anderen, ja, sauber machen muss, so in dem Sinne, um selber drauf zu gehen. Sie putzt einmal kurz durch. Stephanie, das ist alles in Ordnung. Sie kommen zurück. Das heißt, wir können gleich direkt wieder eine Gruppe wieder losschicken, weil sie, die müssten normalerweise jetzt die ganzen Gasmasken dabei haben. Das dürfte normal der Fall sein. So, dann bitte auf die Toilette. Also, und er geht mal schlafen. So, damit sind alle wieder zu Hause.
Wir können alles einfach so übernehmen. Sehr schön, wunderbar. Können wir sie jetzt wieder auswählen? Nein, können wir immer noch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Versuche mal nochmal durch zu switchen, ob wir da irgendwie. Nee. Lisa ist nicht mehr da.